Wir stellen zunächst einen Biskuitteig her. Dazu brauchen wir 3 Eier. Bei mir sind das jetzt die großen Eier in der Größe L. Und die werden zunächst einmal aufgeschlagen. Falsche Seite. Nach und nach kommt dann der Zucker dazu. Immer nur in kleinen Schritten. Nach 10 Minuten etwa sollte sich der Zucker aufgelöst haben und ihr erhaltet eine richtig schöne, fluffige Masse. So, und jetzt kann das Mehl Stück für Stück untergehoben werden. So, der Teig ist wirklich so fluffig, dass der hier schon Blasen schlägt. So muss es sein. Hier habe ich eine 15er Backform, habe ich ausgefettet. Unten ist ein Stück Backpapier drin. Da kommt jetzt meine Masse rein. So, hier habe ich schon meine fertig gebackenen Biskuitböden. Wie gesagt, ich habe den Vorgang 3-mal wiederholt. Sind immer jeweils 3 Eier drin. Die genauen Mengenangaben findet ihr dann nochmal auf meinem Blog. Und die werde ich mir jetzt zurecht trimmen. Also hier gibt es bei mir wirklich keine Geheimnisse. Ich mache das immer nach Augenmaß. Und ja, nehme jetzt einmal den Deckel weg. Auch. So, und per Augenmaß geht es eigentlich dann auch weiter. Den Teig könnt ihr euch jetzt entweder in 2 oder in 3 Teile schneiden. Ich nehme jetzt die Hälfte, da ich 3 Böden habe. Und ja, wie gesagt, ich mache das. Ihr könnt natürlich auch mit dem Lineal messen und euch die Zentimeter an die Zentimeter richten. Aber ich mache das per Augenmaß. Meistens zeichne ich mir hier eine Linie vor. Und dann ziehe ich mein Messer auch nachher da durch. Aber ihr könnt es natürlich auch ausmessen. So, und dann habt ihr hier eine Schnittstelle. Dann setze ich mein Messer hier an und weiß, wo ich schneiden muss. Dann gehe ich immer tiefer und habe dann eine saubere Schnittkante. Das mache ich jetzt mit allen 3 Böden. So, meine Böden sind jetzt geschnitten und aufgeteilt und jetzt können wir uns um die Creme kümmern.
Für die Creme benötige ich jetzt Butter, Marshmallow-Creme und Super Dickmanns. Ach, und geschmolzene weiße Schokolade. Die habe ich jetzt vergessen. Kommt aber auch mit rein. Die Butter wird dann erstmal aufgeschlagen. Dann kommt die Marshmallow-Masse dazu. Das wird jetzt eine klebrige Angelegenheit. Und das Ganze wird jetzt noch einmal aufgeschlagen. So, und wenn das noch nicht genug Kalorien sind, dann kommt da jetzt noch die weiße Schokolade mit rein. Darf natürlich nicht mehr ganz so heiß sein. Und wird nochmal zusammen gemixt. Zum Schluss dann kommen 12 Dickmanns in die Creme rein. Habe ich eine Tortenplatte, darüber ist ein Stückchen Backpapier und drunter kommt jetzt ein bisschen Creme, ganz dünne Schicht, im Kreis aufgetragen, ungefähr so groß wie euer Biskuit. Dann kann die erste Schicht drauf und dann könnt ihr anfangen zu stapeln.
So, da ich meine Torte ja gerade umgedreht habe, müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass hier mein Boden ist. Und jetzt habe ich mir ein bisschen Zartbitterschokolade geschmolzen, schnippe jetzt hier ein bisschen was ab und kann dann den Drip-Effekt erzielen. Ungefähr 15 Minuten im Tiefkühlfach. Jetzt werde ich die Torte wieder drehen. Das heißt, meine Tortenplatte kommt jetzt von oben so gut wie es geht mittig drauf. So. Und dann flippe ich die Torte einmal über. Und einmal vorsichtig abziehen. Ja, jetzt kann ich es auch so machen. So. Zack. Jetzt mache ich einmal kurz die Schokolade hier an der Seite sauber. So, und dann kann eigentlich das Dekorieren losgehen. Das ist der Teil, der am meisten Spaß macht. Ich habe hier jetzt ein paar Dickmanns von den Waffeln getrennt. Dann habe ich die großen Dickmanns und die kleinen Storche. Und ja, jetzt geht's los. Hier habe ich mir zur Deko einen Schaschlikspieß genommen und die kleinen Dickmanns da drauf gezogen und die werde ich jetzt in die Torte stechen, damit wir so ein bisschen auf viele verschiedene Ebenen kommen und dadurch wird die Torte noch schöner. Thank you.
so, damit sich die Schokolade, die jetzt runterläuft oder besser gesagt bei mir hochläuft, auch noch ein bisschen wiederholt, habe ich noch Vollmilchschokolade und weiße Schokolade geschmolzen und die tropfe ich jetzt noch ein bisschen hier an die Seite. So, die lasse ich jetzt kurz antrocknen und da gehe ich nochmal mit weißer Schokolade dran. So, ich glaube, jetzt habe ich auch genug drauf gepackt. Ja, ihr Lieben, das ist meine Dickmannstorte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr wagt euch dran. Das ist wirklich ganz einfach und ja, ich glaube, das macht ganz schön Eindruck, wenn ihr irgendwo mit so einer Torte auftaucht. So, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Rezept ausprobiert und mich dann auf euren Bildern und Rezepten verlinkt und markiert. Und ich wünsche euch noch einen tollen Sonntag. Bis zum nächsten Video.